Heute sehen diese Orte aus wie Geisterstädte. Doch einst war diese Region ein Zentrum der kulturellen Blüte. Das Gebiet wurde rund 30 Jahre lang von Armenien illegal besetzt. Dies ging einher mit einem soziokulturellen Zerfall. Der Berg-Karabach-Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan gehört zu den ältesten Konflikten der Moderne. Zwischen 1988 und 1991 kam es häufig zu gewaltsamen Auseinandersetzungen, die sich mit dem Ende der Sowjetunion zuspitzten und bis 1994 anhielten. Die aserbaidschanische Bevölkerung in Bergkarabach wurde durch Armenien gewaltsam vertrieben. Die Region war Schauplatz von unzähligen Verbrechen und Menschenrechtsverletzungen. Allein im Ort Khojaly wurden am 26. Februar 1992 insgesamt 613 Aserbaidschaner massakriert. Die aserbaidschanische Armee konnte Bergkarabach im Herbst letzten Jahres in 44 Tagen befreien. Am 10. November 2020 wurde ein Waffenstillstandsabkommen vereinbart, nachdem Armenien kapituliert hatte. So sehr sich die Aserbaidschaner auch über die Befreiung ihrer Gebiete freuen, kann eine problemlose Rückkehr der Binnenvertriebenen vorerst nicht stattfinden. Während der 30 Jahre langen armenischen Besetzung Bergkarabachs wurde die Infrastruktur der Ortschaften großflächig zerstört. Aserbaidschan betreibt dort nun einen Wiederaufbau. Dabei wird darauf geachtet, dass armenische Heiligtümer bewahrt werden. Im Rahmen der Restaurierungsprojekte Aserbaidschans wird daher auch die Gazantschezos-Kathedrale in Shusha saniert. Neben strukturellen Problemen besteht auch ein ernstes Sicherheitsproblem in Bergkarabach, das die unmittelbare Rückkehr der Menschen verhindert. Minen, verteilt in der ganzen Region. Nach Angaben der aserbaidschanischen Minenbehörde ANAMA hat Armenien dort rund 1 Million Minen gelegt. Bislang konnten davon nur 12.000 entschärft werden. 95% des Gebietes gilt daher weiterhin als Gefahrenzone. Hal-hazırda ki vaxta qədər 1323 ədəd mina aşkarlanıbdı. 14 ədədsə partlamamış hərbi sursat aşkarlanmışıq bu ərazidə. Bu ərazidə deməli mina təmizləmə əməliyyatları həm əllə həm itlərlə, mina axtaran itlər var, itlər vasitəsilə və eyni zamanda gördüyünüz kimi mexanika vasitəsilə təmizləmə əməliyyatları aparılır. Minalardan tam təmizlənmə getdikdən sonra yəni ərazilərdə bərpa işləri gedəcək, əkin işləri gedəcək və insanlar qaçqınlıqdan öz evlərinə dönəcəklər inşallah. Trotz jahrzehntelanger Besetzung, die mit Leid und Trauer verbunden war, blicken die Aserbaidschaner mit Hoffnung in die Zukunft. Alle leisten ihren Beitrag, um ihre Heimat wieder im alten Glanz erstrahlen zu lassen.